страдала долго депрессией. Ich habe lange an Depression gelitten. Und war nicht frei, ne? Und hatte ständige Angst gehabt und Так и говори. Была зависима, была одержима. Говори как есть. Не бойся. Извините. Ich war jahrelang krank mit Depressionen, war in Psychiatrie gewesen und bin von Kirche zu Kirche gegangen und habe Heilung gesucht und habe nie eine Heilung empfangen. Водное крещение приняла. Und habe einfach keine Befreiung gekriegt. Und eines Tages hat mir eine Frau gesagt, ich rate dir, ruf mal die Frau an und die kann dir helfen. Sag ich, nee, da gehe ich nicht mehr hin, weil ich habe so viel ausprobiert, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann auf einmal habe ich trotzdem die Telefonnummer in die Hand gehabt und habe gesagt, auf einmal sagt zu mir jemand, ja, ruf mal an, mir geht so schlecht. Dann habe ich die Pastor Sinaida angerufen. Pastor Sinaida sagt zu mir, du bist besessen. No. Nee, ich habe Angst. Dann hat sie für mich gebetet, mir ging es richtig schlecht. Richtig schlecht. Dann habe ich aufgelegt, sage ich, Mann, was hat die mit mir gemacht? Was ist da los? Was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich wieder angerufen, sagt sie, du befreist dich. Und wirklich war. Das ging mir langsam besser. Und dann bin ich zu Lutherscheid, zu Gottesdienst gekommen. Gottesdienst, da war ich völlig frei. Ich habe angefangen zu leben, ich habe angefangen zu lieben, meine Familie zu lieben, einfach frei sein. Ich habe einfach wieder wie ein normaler Mensch angefangen zu leben und zu lieben. Und ich rate Ihnen, kauft die CD von Wetzlar, da war ich auch da gewesen, da hat die Pastor Sinaida gesagt, hier, die Leber wird geheilt. Und wirklich, ich war vorige Woche beim Arzt, der Arzt hat mir die Unterlage vorgelegt, ich bin vollkommen geheilt von Hepatitis B. Halleluja! Ja, sag ich, wieso, wie kann das passieren? Ja, Ihr Immunsystem ist gestärkt. Sag ich, nein, nicht Immunsystem. Gott hat mich geheilt. Amen.